Blütenrummel. Heißt das hier. Wir gehen. Ah, ganz kurz. Hallo Raimund. Hallo. Aber beide hast die gleiche Jacke an, aber guten Morgen. Werd's merken, wenn du da ausziehst. Oh, der fängt den Kapp an. Das ist unser Ortswappen. Das steht für die Barone von Frankenstein. Das Wurfbeil auf gelbem Untergrund. Aber die drei Kirschblüten, das ist das Wichtige. Ja, das steht für Orkstadt. Und diese drei Kirschblüten, die sind symbolisch aufgeführt für die drei Orte Holla, Straßheim und Orkstadt. Straßheim ist, wenn Sie von Rossbach nach Friedberg fahren, an der 455, wo die Abfahrt nach Orkstadt ist. Da war Straßheim, davon steht überhaupt nichts mehr. Die Bauern, die kratzen mit ihren Pflügen noch auf den Fundamenten rum. Und die Führung endet hinten an der Hollerkapelle. Da hinten war der kleine Ort Holla gewesen. Gehen wir mal ein paar Schritte. Eine große Gruppe heute. Nein, ich will mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Rainer Zecher. Ich komme hier aus dem Ort. Ich bin sehr froh, hier zu Hause zu sein. Zecher ist mein offizieller Name. Ich habe aber die Kirche geheiratet. Und meine Mama kommt aus Obstadt. Die kommt aus einem bäuerlichen Betrieb und die heißt Gröninger. Das heißt, hinter dem Zecher steht ein Gröninger. Und so heißt jeder Zweite im Ort. Fast jeder Zweite. Ja, noch keinen einzigen Kirschbaum geschnitten. Vor 2 Jahren ist uns alles erfroren. Ist wirklich alles erfroren. Es war nichts mehr dran gewesen. In einer Nacht war alles glatt. Und letztes Jahr war es auch nicht so doll. So früh wie in diesem Jahr hat es noch nie geblüht. Noch nie. Die Alten von uns können sich nicht mehr dran erinnern. Es wird also eine sehr frühe Ernte werden. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Es geht jetzt ein bisschen. Geht jetzt hier ein bisschen bergauf. Der Herr mit seinem Rollator, ich richte das so ein, wir werden nicht über irgendeinen Acker gehen, wir bleiben dann auf dem Weg. Das wird, wir tun langsam, das wird schon gehen. Gut. Sie können mich fragen, wenn Sie immer eine Frage haben, sprechen Sie mich an. Alles was, das heißt zwar OGV, Obstbau- und Gartenverein, also alles, was mit Obstbäumen zusammenhängt, da wäre ich Ihnen sicherlich, oder ich denke, dass ich da eine Auskunft geben kann. Karotten, Tomaten müssten Sie meine Frau nachher fragen. Dann sieht das so gut aus. Okay. Mit der Karotte ist auch so. Ja, also, gehen wir jetzt mal ein paar Meter. Wir bleiben immer stehen, wenn ich was Interessantes zu zeigen oder zu sagen habe. Bleiben wir durch. Aber was wollten wir machen? Wir müssen planen und wir sind wirklich total überfahren worden. Und letzte Woche haben wir es nicht mehr geschafft. Da haben wir gesagt, mein Gott, dann machen wir es eine Woche später. Ja, vergessen wir mal. Es ist gut gegangen, haben wir eben am ersten Baum gesehen. Das heißt, wir werden jetzt, nachdem wir unseren chemischen Pflanzenschutz abgeschlossen haben, das wird ein Thema in der Führung sein, da werde ich darauf eingehen, werden mein Sohn und ich anfangen zu schneiden. Es wird nicht der Kracher werden, den wir sonst runterholen, aber wir werden erst nach der Blüte anfangen zu schneiden. Nach der Blüte? Warum so früh? Warum so früh? Wir schneiden auch in der Ernte die Falschheiten raus. In der Ernte. Ja. In der Ernte ist es am besten. Aber wenn wir am Ernten sind, dann konzentrieren wir uns halt hauptsächlich aufs Ernten. Ich schneide nicht, da wir es ja hier nur mit Steinobst zu tun haben, also in unserem Betrieb mit Steinobst, Zwetschgen und Kirschen, nicht bei nasskalter Witterung oder wenn es regnet. Das machen wir nicht. Ganz einfach, weil der Mensch hat sich globalisiert und findet das ganz wunderbar und toll. Aber die Insekten und die alle gegen uns arbeiten, Bakterien und Viren, haben sich auch globalisiert. Auch da werde ich nachher was zu sagen. Das heißt, ich schneide, wenn die Vegetation begonnen hat. Da schneiden wir. Ich kenne das. Darf ich? Ja, natürlich. Ich kenne das so, dass man nach der oder bei der Ernte schneidet. Ja. Ich meine, für den Hausgebrauch ja. Ist ja nicht so viel. Nach der Ernte oder bei der Ernte und dann auf
Stummel. Habe ich da unten auch gesehen, da hinten in den Stummel und der nach ein, zwei Jahren abgenommen wird. Donnerwetter, hervorragend. Sowas habe ich hier, so eine Frage ist mir noch nie gestellt worden. Finde ich ganz große Klasse. Genauso schneiden wir. Also wir in unserem Betrieb Zecher, wir schneiden auf Zapfen im unteren Bereich und je höher wir gehen, schneiden wir immer den Zapfen immer kürzer und oben in der Spitze oder im oberen Drittel schneiden wir auf Astring. Astring heißt, wir schneiden direkt an der Basis ab oder wir werfen den Baum ab. Nochmal was zum Schneiden. Wir oder Sie als Obstbaumbesitzer, Sie bestimmen, wie hoch der Baum wird, nicht der Baum. Ganz klar, Sie bestimmen das. Und wir bei uns, wir kriegen das sogar vorgegeben, nämlich von unseren Leitern, die wir verwenden. Wir verwenden nur noch 12 sprössige Leitern. Und die letzten 3 dürfen nicht betreten werden. Das heißt, wir gehen bis zur 9. Sprosse. Ich bin 1,84 groß und was ich dann noch packe, das ist es. Und alles, was drüber ist, abschneiden. Wo Sie nicht rankommen, das schneiden Sie ab. Aber viel wichtiger ist es, und deswegen machen wir hier im Ort die Führung, Sie kaufen die Kirschen bei uns. Weil wir haben die Besten. Das wäre das Cleverste, was Sie heute mitnehmen können. Nein, Quatsch, das war natürlich ein Jux. Wenn Sie Ihr Obstbaum oder Ihre Obstbäume sei Ihnen gegönnt, wenn wir fertig sind mit der Führung, dann soll für Sie was übrig bleiben, was hängen bleiben. Ich werde Ihnen ein paar Tipps geben, ich werde Ihnen das eine oder andere zeigen. Ja? Und verwenden Sie das dann bei sich zu Hause einfach. Und wenn Sie nicht mehr weiter wissen, dann holen Sie das Obst hier bei uns in Ockstadt. Ja. Machen wir so, ja? Altenberg. Der alte Kirschenberg, das sind knappe 100 Hektar, so um die 100 Hektar groß. Wir geben 100 Hektar nicht einfach auf. Land ist nicht, Sie dürfen gerne hier stehen bleiben und mit zuhören. Land ist nicht vermehrbar. Irgendwann, und in Deutschland betreiben wir massivst Raubbau an unserem Land. Ganz klar, wir versiegeln Fläche wie verrückt. Zwischen Ockstadt und Friedberg, die B3A, die gebaut wurde, hat 80 Hektar gefressen. Bestes Ackerland. Ja, irgendwann lutschen wir Asphalt rum. Das macht aber nicht satt. Ja, also ich bin ein Verfechter noch hier vom alten Kirschenberg. Das ist nicht mehr der Kracher. Und das Land hier oben hat nicht die besten Bodenpunkte, ganz klar. Aber ich gebe ihn trotzdem nicht auf. Ich habe nicht so viel Land. Ich habe auch Land südlich von Ockstadt, da wo es richtig zur Sache geht. Aber hier habe ich auch jede Menge und das gebe ich nicht auf. Ganz klar. Die Familien, die vom Obstbau leben, und das sind mittlerweile knapp 10 Familien, die haben hier im Kirschenberg sehr wenig. Die Rübenbauern, die Rübenkontingente sind fast alle weg. Ich weiß gar keinen mehr, der in Ockstadt noch Zuckerrüben anbaut. Mais und Raps, Mais nur einer noch, weil wir haben nur noch einen Viehbauer da. Alle anderen haben kein Vieh mehr im Stall stehen. Die Ställe sind noch da, aber sind leer. Ja, sie holen sich einfach nicht mehr. Ja, oder der Staat hat doch auch viel subventioniert, zum Beispiel mit Raps und so. Und das ist richtig. Auch dazu sagen, die, ne? Gewinner, die Gewinner der Energiekrise sind ganz klar die Bauern. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Aber die Schwarzkittel, die jetzt hier überall rumfletzen, die unsere Äcker hier links machen, und wenn wir wenn wir über den Acker hier vorne gegangen wären, hätte ich Ihnen mal die Flurschäden zeigen können. Ja, was da an Diesel drauf geht, das muss alles geschleift werden, das muss alles wieder hergerichtet werden, was die da angerichtet haben. Die Schwarzkittel haben sich nur deswegen so, also die Wildsäu haben sich nur deswegen so stark vermehrt, weil so viel Mais da ist. Ja, und weil sie unheimlich schlau sind und sich nicht schießen lassen oder nur ungern. Ja, also unsere Jäger, die wir hier im Ort haben, haben gesagt, knallt sie endlich ab, wie sehen unsere Baumstücke aus? Ja? Und dann sagen die, die sind so schlau, wir können uns hinsetzen, wo wir wollen. Wenn die uns irgendwie spüren, wittern oder so, die zeigen sich nicht. Die leben einfach zu gerne. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind stehen geblieben, das Land nicht vermehrbar ist. Und wir haben jetzt
80 Hektar Land zwischen Ockstadt und Fettberg verloren für eine Super B3A. Klar nutze ich die auch. Bringt mich auch schnell überall hin. Ja, aber steht uns nicht mehr zur Verfügung. Fettberg, wie ein Krebsgeschwür. Das Fettberg breitet sich nur in eine Richtung aus. Also ich kenne nur eine. Und das ist Richtung Westen und da sind wir. Ja, es ist so. Und ich sehe das einfach nicht ein, dass wir dem Naturschutz diesen Berg überlassen. Das ist mit mir nicht zu machen und dafür kämpfe ich. Das wird Thema noch sein in dieser Führung, das können Sie mir glauben. Auch der chemische Pflanzenschutz wird ein Thema sein. Sie dürfen gerne mit zuhören. Sie dürfen aber auch alleine sprechen. Das ist selbstverständlich. Gut, machen wir ein bisschen was Geschichtliches. Also diese riesen Bäume, die Sie hier überall sehen, und da sage ich, das ist schon ein Riesenbaum, wobei man den mit 20 Sprossen schon erschlagen kann. Ja, auf diesen Bäumen will ich mit meinem Betrieb oder meine Familie und ich, wir sind ein Familienbetrieb, nicht mehr ernten. Wir wollen auf solchen Bäumen ernten, hier, so wie die da sind. Und dann ich habe das schon so oft gesagt und ich habe das auch schon mitgekriegt, und dann kriege ich dann hier aus dem Publikum gesagt, ach, so ein schöner Baum, der ist doch was Besonderes. Und natürlich ist dieser Birnbaum, dieser Solitärbaum, was Besonderes. Und ich achte ihn auch. Aber keiner von Ihnen schreibt mehr oder ganz wenige nur noch mit der Schreibmaschine. Sie gehen alle mit der Zeit und sitzen an ihrem Computer. Und das Gleiche gilt für uns auch. Das ist nun mal so. Wir müssen mit der Zeit gehen. Gehen wir nicht mit der Zeit, was das gewesen? Eine Dame hier in der Gruppe hat gefragt, da vorne hat so eine Gurke gestanden oder da steht immer noch so eine Gurke. Warum steht der noch? Der OGV, der Obstbau- und Gartenverein Ockstadt, sind so 150 Mitglieder ungefähr, da wird Ehrenmitglied, wer 25 Jahre in unserem OGV drin ist oder 70 Jahre alt ist. Fast jeder ist Ehrenmitglied. Ja, verstanden? Ja. Wir sind total überaltert. Wenn die jungen Menschen, und ich weiß, wovon ich rede, abends von der Arbeit nach Hause kommen und die kriegen dann gesagt, dass sie ihren Urlaub fürs Kirschenpflücken hernehmen sollen. Ja, ihr liebe Leute, da kriegen wir dann schon ziemlich einen Vogel gezeigt, wir Alten, ja. Das ist gut verständlich. Die wollen dann einfach mal Luft holen. Man kann auch auf dem Kirschbaum. Ich habe als junger Mensch, ich bin nur auf 30 oder über 30 sprössigen Leitern gestanden und habe immer meinen Urlaub hergenommen fürs Kirschenpflücken bei meinen Schwiegereltern. Ich habe ihnen gesagt, ich habe die Kirsche geheiratet. Ja, ich habe für die ganze Familie diese 30 sprössigen Leitern gestellt. Und das waren ja die größten. Die gingen bis 36 Sprossen hoch. Und wenn da ein bisschen Wind gegangen ist, dann ist der arme Kerl da auch nur geschwankt. Jedenfalls am Nachmittag, um die Leiter noch zu halten. Und wenn mein Sohn heute diese Leitern stellen sollte, der Oberarme hat, wie ich einen Oberschenkel habe, dann schwankt der auch rum, weil der die Technik nicht beherrscht. Er kann es einfach nicht mehr. Und das braucht er auch nicht mehr lernen. Ich will gar nicht, dass er das lernt. Der hat Kraft wie ein Stier. Aber ich will gar nicht, dass er das lernt. Wir haben seit zehn Jahren, habe ich die Leiter nicht mehr von der Garage runtergeholt. Das mache ich auch nicht mehr. Will ich nicht mehr. Weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Weil das viel zu hoch ist. Weil keine Kirsche der Welt wert ist, wenn man von so einer hohen Leiter runterfällt. Meine Nachbarin, eine Wittfrau seit 30, 40 Jahren, ungefähr irgendwo da in der Mitte. Die wäre gern mit ihrem Mann alt geworden. Aber der ist beim Pflücken von der Leiter gefallen und ist dran verstorben. Das ist keine Kirsche der Welt wert. Keine. Ja, so viel zu diesen hochständigen Bäumen. Und da lasse ich auch nicht mit mir reden. Wenn wir nachher an der Höllerkapelle sind und ich sie freigebe zum Würstchen essen und so, überdenken Sie das alles nochmal, was Sie sich von dem eben hier Gesagten mitnehmen können, was Sie in Ihrem Hausgarten gebrauchen können. Ich in meinem Hausgarten, da wird nicht gespritzt. Zu Hause wird nicht gespritzt. Punkt. Aus.
ich habe da keine Lust, ich gehe mit Pestiziden in Mengen sowieso um. Und da brauche ich das nicht noch zu Hause machen. Das mache ich nicht. Brauche ich nicht. Ohne chemischen Pflanzenschutz kann man keinen gescheiten Obstbau betreiben. Oder es kommt nichts Gescheites dabei raus. Und das gilt für die Demeter und für die Biolandbetriebe genauso. Werden wir uns auch nachher noch mal kurz drüber unterhalten. Jetzt gehen wir aber noch mal, unser Hauptthema ist die Kirsche. Warum haben wir denn hier in Ockstadt überhaupt Kirschanbau? Wir betreiben seit 250 Jahren hier Kirschanbau. Und warum? Ganz einfach, weil die ganze Feldmark nur 800 Hektar groß ist. 10% davon haben wir letztes Jahr verloren, habe ich gesagt. 800 Hektar insgesamt und 10% die letzten Jahre verloren. Das ist ein Hammer, das ist sehr, sehr viel. Land ist nicht vermehrbar. Die Leute hatten aber früher Hunger gehabt. Wie heute haben sie immer noch Hunger, aber früher war er wohl, sage ich einfach mal, ein bisschen größer. Und die mussten an Vitamine rankommen und die mussten ja alle irgendwie satt werden. Und da sind die einfach hergegangen, das Land hier, das ist nicht das Beste hier oben im Kirschenberg. Und haben unten Kartoffeln und Weizen und Gott weiß was angebaut. Und in der zweiten Ebene ist das Obst geerntet worden. Wir stinken hier in Ockstadt nicht gegen Echzell oder Wölversheim oder gegen Niederweltstadt an. Das sind riesige Bauern oder Ilbenstadt. Das sind riesige Bauern, die Feldmark ist bei denen, was weiß ich, 3-4 Mal so groß. Aber wir in Ockstadt, wir waren die Ersten, die Geld in der Hand hatten. Da ist neidisch zu uns geblickt worden. Das ist einfach so. Ja, die haben aus der Not eine Tugend gemacht. Es ist nur das da und nur das konnte man bewirtschaften. Und das musste ausreichen, um die Leute satt zu kriegen. Und das haben sie hier so gemacht. Wir waren früher in der Wetterau 3 Obstgemeinden, Kirschgemeinden. Das war Oberrosbach, Ockstadt und Rodebach. Rodebach, wenn ich an der 45 vorbeifahre, da sehe ich nur noch Ruinen stehen. Und die Rosbacher haben in den 70er Jahren ihren Kirschenberg zu Bauplätzen umgestaltet und haben den dann, was weiß ich, für was verkauft. Und das war es gewesen. Die haben zwar eine Blütenkönigin, wir sind wirklich nicht eifersüchtig drauf. Aber Obstbau haben die keinen. Ja, die zum. Ja, okay. Also, es ist nur noch Ockstadt übrig geblieben. Und wenn wir das jetzt auf ganz Hessen projizieren, dann haben wir nur Witzenhausen, die haben Kirschen und Frauenstein bei Wiesbaden. Und dann haben wir noch die Kernobstbauern Griftel. Da gibt es ein bisschen was an der Bergstraße und das war's gewesen. Wann fängt jetzt dieser Acker an zu tragen? Wir werden hier so einen halben Korb Kirschen, werden wir in 7 Jahren pflücken. Früher war's wir verkaufen heute solche Bäume, die schon fertig hier veredelt sind. Die Zeit haben wir gar nicht mehr. Nämlich nachdem der Baum gepropft wurde, dauert es nochmal 10 Jahre. Und dann fängt man, um die 10 Jahre. Und dann fängt man an, Kirschen zu ernten. Es hat geheißen, ein Sprichwort sagt, Kirschen werden vererbt. Kirschbäume werden vererbt. Es dauert einfach viel zu lang. In dieser schnelllebigen Zeit hat keiner mehr Zeit, und auch, wie ich gesagt habe, Lust, da oben Kirschen zu ernten. Auch. Gehen wir wieder ein Stückchen. Eine große Gruppe diesmal hier. Deswegen hat man gesagt, Mensch, wir hatten noch Amerikaner hier, schreiben wir da Peace drauf und Pax. Deswegen lateinisch, weil der Limes hier oben im Wald lang ging. Die Römer waren auch da. Machen wir doch sowas. Und dann haben wir so einen kleinen symbolischen Akt da oben ans Kreuz gemacht.
vom OGV initiiert worden, das Feldkreuz. Ich glaube, es steht seit 10 Jahren, so um 10 Jahre steht es jetzt da. Ich bin im Vorstand vom OGV und ich habe noch vorgeschlagen, da steht drauf, vor Blitz und Ungewitter bewahre und so her. Und böse Ehefrauen wollte ich auch noch mit drauf haben. Da haben die anderen natürlich gespielt. Das ist doch ein Kirchen. Ja, das stört. Böse Ehefrauen. 20 Euro, wenn du es noch wusstest. Trau ich mich. Würde ich ja machen, aber trau ich mich. Was es in Deutschland überhaupt gibt, so hat man uns gesagt. Ja, prima, haben wir dann gesagt. Aber habt ihr euch auch dann mal die Frage gestellt, warum? Viel zu viel. Ja, viel zu große Abstände. Die werden in ihrem ganzen Leben keinen Tropfen Pflanzenschutzmittel sehen. Ich werde es beobachten, wie es ausgehen wird. Was Sie da eben hören, das ist die Hollerkapelle. Da wird auch nachher noch eine Führung stattfinden in der Hollerkapelle. Wenn da irgendeiner wird sicherlich, Hermann Kosch oder Georg Jung, die wird eine Führung halten. Ich bin Vater von 3 Kindern, alle meine Kinder sind da getauft worden. Es ist ein Kleinod, es ist ein richtiger, es ist halt so sind wir nach Hochstadt gekommen und ich möchte nirgendwo anders wohnen. Hier ist es Weltklasse. Gucken Sie mal, wenn Sie jetzt hier runter gucken, da drüben sieht man den Vogelsberg. Man kann von hier oben bei schönem Blick kann man den Hohen Rotstock sehen. Da kann man nach Hanau gucken. Da drüben, wo der Turm rausguckt, das ist der Hanau 1, so heißt der Turm, Großkrotzenburg. Das ist hier in Ockstadt zu wohnen, das ist Weltklasse, kann man sagen. Wir sind auch im Stern ohne Flachs, ich übertreibe jetzt nicht. Wir sind im Stern abgebildet worden, unter den 10 schönsten Ortschaften. Irgendwas mussten Sie aussuchen, wir hatten das Glück gehabt, dass wir dabei waren. Also hier zu wohnen ist schon klasse. Ja. Ein Blick auf den Vogelsberg ist schönste. Ja, ja. Nee, das sage ich mir. Das sage ich zu einem Fritberger, ne? Weißt du, was schönste an Fritisch ist? Na, was dann? Blick auf dann sagen wir einen Blick nach Ockstadt. Ja, also das, ja, so wie sagen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie man einen jungen Baum erzieht. Das muss man auch noch machen. Sowieso nicht geschnitten. Im Pflanzjahr schneiden wir nicht. Schnittverbot. Diese beiden Äste müssen weg. Die tun die Mittelachse abdrücken. Die hier werden so stark wie der wird und die werden mit der Zeit stärker und tun den immer weiter verkümmern lassen. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich gehe her und binde die so um. Waagrechte Äste, Fruchten, steile Äste bringen nur Holz, wachsen nur. Also in dem Fall, ich binde nicht, also muss ich rausnehmen. Und dann will ich eine dominante Mittelachse haben und da blende ich hier. Ich habe gesagt am Anfang, ich bestimme, wie groß der Baum wird. Und das ist jetzt schon über Mausohrstadium hinaus, aber man kann es doch ganz gut machen. Und da gehe ich jetzt her und nehme jetzt hier oben 2, 3 ausgetriebene Knospen weg. Und dann lasse ich hier oben nur noch die Terminale stehen, nämlich die. Und das sind, wenn ich mich spute, sind das 10 Sekunden pro Baum. Und dann gehe ich schon zum nächsten. Und dann mache ich es da genauso. Ja? Ich lasse die Terminale stehen, die ersten 3 mache ich weg. Das nennt man Blenden. Ja, und dadurch sage ich dem Baum, hör, die Spitze will ich will den Baum spindeln, ich will ihn steil pyramidal aufbauen, so wie das hier stattgefunden hat. Ja? Und genauso mache ich es hier, und um dem Baum zu sagen, pasch, freundlich will ich so und so haben, der ist überall geschnitten, da, 1, 2, 3, 4 Schnitte sind es hier, 1, 2, 3 Schnitte hier, ja, der war fleißig. Pfeifedeckel. Wo wird dann geschnitten? Und ich beobachte es immer und immer wieder. Geschnitten wird, wo ich mit ausgestreckter Hand noch gut hinkomme. Da wird geschnitten. Und wo muss geschnitten werden? Oben. Das hier, der muss raus. Der muss komplett raus. Und zwar, wenn das mein Baum wäre, würde ich den hier abschneiden. Wie die Dame schon sagte, ja. Wenn jetzt hier, was weiß ich, Obstbaukrebs sich entwickeln würde, wenn der Pilz reingeht und so, dann kann ich den immer noch da abschneiden, da oder dort. Ja? Und wenn ich auf Astring schneide, so eine große Wunde, Astring schneide, ist, wenn ich hier abschneide, dann muss ich einen Wundverschluss ansetzen. Ich habe keine Lust, Tausende von Wundverschlüssen anzusetzen. Das mache ich nicht.
Ich binde auch nicht. Das mache ich nicht. Nicht, dass ich mir dazu gut dazu bin, sondern ich habe keine Zeit dazu. Weil der nächste Baum will ja auch geschnitten werden. Ja, also wenn Sie zu Hause schneiden, bringen Sie, Steinbauer hat gesagt, das war mein Ausbilder in Großumstadt. Großumstadt haben sie zugemacht, schon vor 20 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier in Hessen noch Baumwarte ausbildet. Ich kenne keinen mehr. Ja, ich bin ausgebildeter Baumwart. Steinbauer hat gesagt, lieber keinen Schnitt machen als einen schlechten und einen falschen. Jeder Schnitt induziert Wachstum. Und wenn man dann hier dann so, eine riesen Schneiderarbeit macht wie hier, ja Mensch, der Baum, der explodiert, und da kommen Tausende von Wassersprossen raus. Beim Birnbaum nehme ich die Wassersprossen in eine Hand, so ein Bündel, und unterlege die. Dann habe ich wieder waagrechte Äste fruchten. Okay? Ja? Also, oben wird geschnitten. Sie bestimmen, wie groß der Baum wird, und die besten Kirschen gibt es in Ockstadt. Der Kölner Dom, da wollen, das tun wir uns nicht auf die Fahne schreiben. Das ist ja wirklich ein außergewöhnliches Bauwerk, aber es ist riesig. Es ist eine sehr große Kirche. Und wir haben die Altargestaltung, wie lang ist das her, fast 20 Jahre, folgendermaßen vorgenommen. Kardinal Lehmann hat uns besucht und hat gesagt, hier, das Ding, das müsste mal, es war noch die Kommunionbank da und so, das müsste mal auf Vordermann gebracht werden, und das hat sich, das braucht man unserem alten Pfarrer nicht zweimal sagen, der hat gleich Nägel mit Köpfen gemacht, und wir haben einen neuen Altar bekommen aus weißem Marmor. Und in diesem Altar ist einmal die Jakobsmuschel drin, weil Ockstadt liegt auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Deswegen heißt die Kirche auch Jakobuskirche. Und der Altar ist dargestellt in den vier Jahreszeiten des Kirschbaums. Ja, also blühender, umgekehrt. Nach vorne, wir sind ja Obstbauern, wir wollen ja die Kirche sehen. Mit Kirche, Sommer zu uns zeigen. Der geht mit mir noch mal vor, und wir machen das gleiche noch. Okay? Ja, jetzt die Frage: Wo gibt es die beste Käse? Okay, und wo kaufen wir sie? Bei Zimmer. Also, wenn einer im Sommer unseren Stand suchen sollte in Ockstadt, dann ist es ganz einfach, er möge sich den buntesten Stand aussuchen, den er findet, an der Rossbacher Straße. Also das ist da, wo man von Rossbach nach Ockstadt runterfährt, von der 450. Wenn er da den buntesten Stand findet, dann ist er da ziemlich richtig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ich hoffe, Sie nehmen was mit nach Hause, was Sie gebrauchen können, um Ihre Bäume in Form zu bringen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, und es lohnt sich auch mal kurz, wenn Sie auf der Reise sind. Bitte schön. Dankeschön. Okay. Ne, jetzt esse ich auch ein bisschen. Auch früh schon bestanden. Yeah.
Die Schlange und die Würstchen. Was hier? Ich bin jetzt schon hier dran. Mölle. Habt ihr euer? No, jetzt bin ich schon etwas näher. Ja, aber gerade linke oder rechte. Nein, der wahrscheinlich linke. Hallo. Thank you.
Schöner Tag heute, ne? Wunderschöner Tag. Ja. Du bist alleine hier. Ganz alleine, ja. Und da war ich schon in Florstadt. Etwas Gegenlicht, aber... Kein Thema. Als Beweisstück, dass er uns gesehen hat. Alex, wieder Alex, guck mal. Ja. So, so, so. Oh! Nochmal. Gut. Jetzt müsst ihr raten, wer das ist hier. Da gibt es die Leute, das ist die Jodekapelle, da ist sie.